wie du es gerade gesagt hast. Echt, Ernie. So wie es halt der Wert in der Synchronstimme. Oh. Secret. Mhm. Aber ich glaube, diesmal hat es was mit diesen Yoshi-Flügeln auf sich. An sich, mit sich, auf sich. Oh nein, mein Feind. Obwohl, so schlimm sind die ganzen noch gar nicht. Pech! Was? Ja, die sehen nur komisch aus, aber so schlimm sind diese Bläschen da gar nicht. Ach, du Kacke, das ist ein komisches Geisterschloss, vor allem für, ja, für die Yoshi-Coins mal wieder schlimm. Aber aktiviere einfach mal den P-Switch und dann sucht ihr eine Seite aus. Da ist sogar ein Stern gerade runtergefallen, hat man kurz einmal gesehen. Ja, ich habe da irgendwas fallen gesehen. Ah, eine dieser Türen, ich glaube, die vierte, kann das sein? Die? Ja, ja, mach mal. Ja! 3-4! Das war aber jetzt nur der normale Exit. Leider gibt es da auch einen Secret Exit. Ja, viel Spaß. Ich krieg auch Echt? Hoch. Senryu. Ja. Ja, ja. Jetzt müsste man nur wissen, wohin es da nochmal ging. Aber man will es ja alleine rausfinden. Wir wollen es ja jetzt hier keine Lösung im Internet angucken oder so. Wir können ja mal versuchen, die Yoshi-Coins einzusammeln. Vielleicht ist das ja für uns zielführend irgendwie. Wir nehmen mal den Stern mit. Testen jetzt einfach mal ein bisschen hier was aus, oder? Geh mal einfach durch die erste Tür. Da kommt man am Anfang raus. Wie fies ist das denn, ey? Eieieiei. Ja gut, dann. Dann gehen wir mal durch die zweite Tür. Eieieiei. Ey, ein extra Leben. Ein anderer Bereich. Eine neue Yoshi-Coin. Aber man kann diese Münzen hier nur einsammeln und für nichts weiteres gebrauchen. Das war's schon wieder. Los, du mal Stern, komm her da. So, aber jetzt die erste Tür, die zweite Tür tut. Weiß, dass das nichts bringt, mehr oder weniger. Dann gehen wir mal durch die dritte Tür. Ein bisschen ausrasten. Du bist doch durch die vierte Tür gegangen, oder? Dachte ich? Oder? Ich habe auch mitgezählt, bin ich doof? Mal gucken, wo der jetzt lang läuft, der Luigi. Hä? Ja, dann gehe ich da gleich nochmal rein. Ich mach das jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Ah! Ist... ah. Oh, schade. Ne, hätte glaube ich sowieso nicht ausgereicht. Mir doch egal. Ja, also ah, ja. Und da kann ich nur einmal von springen, glaube ich, ne? Ja. Nee, das zählt eine Sekunde lang. Ah, das war's. Nee, das mit den Springen war was anderes. Gesundheit? Nö, da furzt dann ja schon wieder. Ja, ist schon frech. Wow. 88 Points. Ja, dann vielleicht hätte ich danach links laufen müssen. Ich hole mir jedenfalls erstmal hier die zweite Blume. Beim Blaus! Ausrasten. Einmal die Punkthalle verschwinden. Hier ist das total fies und sies. Wenn man dann, das habe ich auch gerade lustigerweise herausfinden dürfen, wenn man da bei der ersten Tür links, rechts die erste Tür nimmt, kommt man einfach am Anfang des Levels wieder raus. Total fies. Was ist, wenn man links läuft? Muss ich gleich herausfinden. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Ui, bitte kein Sofern. Tür 2? Ja, da war ich gerade drin, um diese hier zu bekommen. Da kommt nur eine Schlange. Eine Münze, irgendwie was hier raus. Und ist nett, aber brauche ich jetzt nicht. So knall, knall, sprüh, bumm, Mann. Sprüh, sprüh, knall, Matt, Mann. Der Matt, Mann. Wer kennt den nicht? Bisschen okay, Metten. Sehr viele Münzen, muss man ja. Und nicht den Senryu vergessen. Und noch ein extra Leben. Ja, dann was weiß ich, dann gehe ich mal durch die letzte. Ist genau dasselbe.
hole ich mir auf jeden Fall mal die Yoshi-Coin. Wenn ich damit cool fühlen, toll. Cool. Wo kommen wir da dort raus? Aha. Dann ist also der Bereich rechts wohl eher, weil man ja theoretisch erst links nachgucken soll, höchstwahrscheinlich. Dann ist der Bereich rechts nur für die ganzen Yoshi-Coins. Ja, und den Secret Exit würde ich jetzt mal schätzen. Oder einen normalen Exit. Was geht hier ab? Eine Tür? Hä? Ja, dann weiß ich es, glaube ich. Entweder muss man hier fliegen, wo ich jetzt bin. Weil, geht ja gar nicht anders. Ich kann ja nicht noch irgendwo entlang. Weiß aber nicht, ob es hier irgendwo eine Feder gibt. Dann müsste ich ja auch... Das ist so bekloppt einfach. Ich, Ernie. Ich, Ernie. 3, 4... Ja. Durch die vierte. Ja. Dann ist das auch ein Exit. Ja, das ist doch das, was ich als erstes hatte dann. Da gibt es 2 Exits? Das wusste ich gar nicht, die in dieselbe Richtung führen. Das bringt ja dann gar nichts. Da braucht man hier auf jeden Fall eine Feder und in dem Level davor ein Yoshi. Das muss man sich jetzt merken. Ja, toll. Ich kann immer speichern. Dankeschön. Und ganz viele Leben habe ich jetzt schon gemacht. 52 Leben habe ich jetzt. Lil. Es geht um dein Matt. Das war ein Pilz. Das war Absicht. Pech. Da komme ich mal mit. Bohrt mein Vater wieder oder was? Ja, ist komisch. Hätte ich jetzt erstmal gar nicht gehört, was du alles hörst manchmal. Ich höre alles. Und sieht alles. Also behandelt den Senrio nicht korrekt. Eher eine Herr der Ringe-Referenz. Hab jetzt dann aber gar nicht verstanden. Ein großes, in Flammen stehendes Auge steht dort und sieht alles. Irgendwie sowas. Eigentlich nur ein großes. Irgendwas Auge. Mit Malzbier. Irgendwas mit Mettbier. Auf den Seilen kann man laufen. Mhm. Weil das war zum Beispiel auch so ein Ding, das haben dann später ganz, ganz viele Modder genommen, dass du das Seil gerade ist, aber wenn du, ich glaube, drüber rennst, dann fällst du durch. So? Ist aber lustig. Mhm. Also ohne Mist, diese Mod-Sachen, die sind halt so interessant. Und es gibt. Nee, das mit den Springen, das war. Was war das denn hier nochmal? Ich glaube, das war Münzen, dass du so Sprungmünzen hast. Du kannst immer nur dann so, also immer wenn du eine sammelst, dann kannst du nur auch einmal springen. Hm. Ja, manche Modder und Hacker-Sachen sind aber schon echt cool, muss man sagen. Ja, deswegen. Secret Exit, wo mein Luigi jetzt draufsteht. Kommt man bestimmt nach oben dann, ne? Jo. Und ich glaube, der ist in dem Level sogar gar nicht so schwer. Der gräbt die aus! Das sind ja auch Steine, die er schmeißt. Nein, der kommt ja nicht mehr hoch! Ich überlege gerade. Geisterhäuser haben immer 2 Exits. Nee, nicht immer. Nicht immer. In manchen Welten zuvor hatten wir das ja schon erspielt und wissen das ja jetzt, dass das nicht immer so ist. Hab ich auch nicht gesehen. Ich spiel auch erstmal hierbei. Also ein normales, jawohl, wir hatten ja auch welche. Nur mit einem Exit. Also noch nicht mal mit Ziel. Vielleicht ist das bei neueren Mario-Spielen eher der Fall. Und hier sieht man es auch mit dem Feuerbällen, kann man den auch killen, den Dudi. Oh, wo ist der Stein jetzt hergespawnt? Da stand doch gar kein Schack mehr, lol. Der wird dann wohl unabhängig von dem gerendert. Kann man das sagen? Ja. Ich habe mir... Warte, habe ich das vorhin überlegt oder so? Überleg mal, du machst solche Spiele jahrelang, mal so 10 Jahre, ne? Die so alle aussehen. Und dann kommt plötzlich 3D-Konsolen. Ja. Ja, aber das setzt ja auf jeden Fall den Meilenstein für vieles. Ja, aber überleg mal, was das einfach so auch für den Spielentwickler dann so, so richtig so, hä? So wie One-Up, hä? Wie Steine essen. Ja, ist ein guter Magen, habe ich gehört. Ist doch gut. Ging's gut.
Steine sind gut gegen Skorpion. Na, kratzen, weil jetzt habe ich einen Yoshi und eine Feder. Ich könnte, wenn ich das jetzt beides behalte, auch endlich die anderen Secrets da auflegen. Also ich sage ja immer, wenn. Ja. Stein. Was? Das Spiel hat einen Stein. Ja, er hat Nerven aus Matt. Ja. Oh Gott. Diese. Schack, du dummer Assi! Geh doch weg, Mann! Hat den Yoshi gekillt. Und da wäre jetzt der Schlüssel für den Yoshi! Das muss ja scheiße. Und es wäre sogar ein Schlüssel mit Yoshi. So viel wie ich weiß, habt ihr hier auch alle zwei Exits. Ja, aber wir haben sie ja gespielt und wissen das ja. Larry's Castle. Keine Ahnung. Ja, da versuchen wir mal. Also ich kann dazu nichts sagen. Oh, nicht schon wieder. Ich wollte gerade sagen, du standest doch schon drin. Das hat ja wohl noch ein bisschen Gnadenbrot gegeben und Totwurst. Darf ich auch mal wieder spielen? Nein. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder zurück. Es geht hier um dein Leben. War da nicht der Yoshi drin? Nee, da war der Feder. Nee, weil hier musst du ihn erst hoch. Ah ja. Kam dann da hoch. Weil der Hand wird mitgedreht, so als ob ich mit der Feder da erst berührt hätte. Ah. Total dumm, aber ist so. Ich finde die Outline von Yoshi, von Luigi krass. Sehe ich jetzt erst, dass sie so grün ist. Echt da. Nee, der war. Nee, der war es auch nicht. Na doch, oder? Nee, der war es. Nee, ich glaube, der auch noch nicht. Vielleicht erst bei so einer fiesen Stelle. Mit seiner 12 geben. Der war's. Der war's. Ja, der hier oben. Boah, Gott. Schnell einfach nur durch und nach langer Zeit. Ja, ja. Da. Jetzt könnte man theoretisch schon zu Bowser, bevor man den Larry platt macht. Hey, ja, das ist sowas. 13. Bars. Ich sterbe jetzt. Ja, wenn du jetzt doch weiter sagst mit. Ja, nicht sterben. Nein, sein Wunsch. Nicht keine Panik, auf, spring hinterher und. Tot. Alter. Ja, aber ist alles noch völlig okay so. Ja, ist ja gut. Sag einfach nichts. Sag einfach nichts. Nein, sag einfach nichts. Danke. Hey Sandy, wenn du stehst, sag einfach nichts. Gar nicht. Hast du gehört? Mach bloß nicht auf. Vielleicht gibt's da kein Secret. Hier? Ja. Doch, doch. Hier weiß ich ja. Weil rechts gibt's da auch noch ein Secret. Von dem ja, ist es in beiden Leveln der Fall. Also in diesem Geisterhaus gibt es ein Secret Exit. Bin ja mal gespannt. Auf Regen war das nicht hier. Übrigens, Dankeschön. Der zweite Tür. Was? Ja, da muss reinfliegen. Dann muss man das wahrscheinlich so machen, dass man den hier. Ihn ja nicht. Man braucht den Peace Fish anscheinend. Man muss schon woanders einen mitnehmen. Oh, ist das eine fiese Kacke. Ohne Witz, ey. Weil man braucht hier noch einen Peace Fish. Muss sich irgendwie noch einen herholen, aber. Oh, in Gottes Namen, dann braucht man die Feder hier ja tatsächlich nicht.
kommt man nur hier raus, wo diese Münzenschlange da rauskommt, die man eben braucht, um da oben das freizuschalten. Stern. Das ist aber auch fies jetzt schon wieder. Power up, nichts. Ein Tritt ins Licht. So. Ruhig mir mal hier erstmal Power up wieder. Ah, dumm! Und muss ich mir aber selber noch überlegen. Naja, versuche ich mal weiter. Ah, schon wieder. Und tot. Und tot. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Und ihr wolltet mir alle nicht glauben. Dann mach ich erst das Level. Pech, Ernie. Dafür brauchst du jetzt einen Yoshi, ne? Mhm. So, auf den Disco-Typen auf. Da oben kommt er. Da kommt er. Ich hab schon mit ihm gearbeitet. Ha! 3PO! Hörst du das? Sie metten. Sie metten. Ich kann ihn ja auch gleich einfach unterschlucken, dann ist er weg. Beißt ab! Ja! Und tschüss! Ciao! Yeah, ciao! Gibt's auch wieder ein paar Yoshi-Coins. Guck mal, man fängt wieder bei Null an, obwohl man gerade welche sammeln konnte. Das heißt, man hätte jetzt so viele einsammeln können, wie man will. Zack! Und tschüss. Ciao, ciao. Das war das auch nicht? Ach Mann, warum weiß ich das denn nicht mehr? Aber jetzt habe ich einen blauen Yoshi, ja, Mann. Tja, Luigi. Pech. Senrio. Meine Güte. Dann sind diese Yoshi-Flügel völliger Quatsch. Dann haben die nie was bewirkt. Das war jetzt das zweite Mal, klar. Ja, das ist bestimmt die Rache, weil ich mich vorhin über die anderen Level, die wir so leicht geschafft haben, gefreut habe. Pech, Senrio. Das klingt immer wie so ein, wie die Harry Potter Gameboy-Spieler. Hi. Hi. Nein. Nein. Schreibt jemand was? Weckt Erinnerungen vor einem Tastenfernseher. Ja, irgendwie schon. Tastenfernseher sind die besten Fernseher. Nach dem Kasten und dem anderen Kasten so noch ein Kasten übrig. Schon wieder, ja! Obwohl, letztes Mal, als wir bei den Eltern von meinem Mädchen waren, habe ich ihrem Papa auch mal das Bier gezeigt. Ich dachte, oh, kenne ich noch nicht. Und dann waren wir beim letzten Mal da und zack, hat er eine ganze Kiste da. Hat ihm anscheinend geschmeckt, dass ich ihm gezeigt habe. Schießt er gar nicht. Aber der Bars lernt dazu, muss man sagen. Ja, wenn man keine Blue-Apps hier links hat, muss man warten, bis der wieder respawnt, der Magie-Cooper.
Ja. Das ist aber auch fies. Das ist ja aber immer nur gelbe. Superpanzer. Ja, ist auch fies. Ja, du kommst besser durch. What's? Dummes Arschloch, der Typ, ey. Muss man einfach mal sagen. Thank you.